Das wär's auch heute wieder für Warzone. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Und heute tatsächlich mal kein Warzone Video, denn ich habe wieder mal ein bisschen Lust auf Multiplayer gehabt. Ich habe auf jeden Fall in den letzten Tagen fast only Warzone gezockt. Dann habe ich mich gefragt, was war der letzte Grindfaktor, den du im Multiplayer hattest? Und dann ist mir eingefallen, yo, du musst doch noch die Rang-Offiziersaufgaben machen. Ich weiß wirklich gar nicht, was ich noch machen muss. Ich weiß nur, dass es ungefähr noch 10 Aufgaben sind. 50 Abschüsse mit Splittergranaten. 50 Feinde mit einem Fahrzeug überfahren. Ich weiß nicht, wo ich 17 Leute überfahren haben soll. Aber das werden wir auf jeden Fall auch machen. 15 Fahrzeuge zerstören mit Werfern. 3 Ausrüstungsteile hacken. Zerstören sie 20 feindliche Ausrüstungsteile. 5-mal ein Geschütz anfordern. Und als letztes eine 4er-Medaille. Ich glaube, das sollte auch relativ easy in Hardcore gehen. Wenn wir das alles geschafft haben, bekommen wir das animierte Emblem. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich glaube, das Ganze könnte echt extrem anstrengend werden. Auf jeden Fall, falls ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare Warzone allgemein Multiplayer und allgemein COD-Videos verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo, da würde mich echt mega freuen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Runde. Let's go, komm, nehmen wir. Der erste Kill. Ich komm, muss hier rein. Nein, 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 nein. Das wird das anstrengendste Video meines Lebens, Digga. Das letzte Mal, als ich wirklich den Bodenkrieg-Modus gespielt habe, war es echt extrem laggy. Also ich konnte gar nicht wirklich vernünftig spielen, weil die Schüsse so gut wie gar nicht connected sind. Aber bis jetzt lässt sich eigentlich relativ flüssig spielen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr aktuell mehr feiert, den Warzone-Modus oder den ganz normalen Multiplayer. Ich weiß, es gibt einige Leute, die wirklich gar keine Lust auf den Warzone-Modus haben, beziehungsweise einfach keinen Spaß daran haben. Was natürlich auch nachvollziehen kann, denn Battle Royale ist nicht unbedingt was für jeden. Komm, komm, komm. Gönn, eins. Ich glaube, damit rechnet er nicht. Fahrzeug zerstört und Kill. Ich muss ehrlich sagen, durch den Warzone Grind ist der Damascus Grind bei mir so ein bisschen in die Ferne gerückt. Und ich habe wirklich 99% der Zeit, die ich gezockt habe, halt einfach den Warzone Modus gezockt. Der zählt. Er hat mich halt gekillt und ich habe ihn nur gefragt. Oh Mann, ich habe jetzt schon 14 Minuten aufgenommen. Ich habe, glaube ich, nicht mal ein Viertel erreicht von den Aufgaben, die ich jetzt im Fahrzeug machen muss. Ich habe Bock. Kommen. Und wenn ich den habe, dann führst du dich. Ich bin auch auf die Aufgabe. Hier hinter dir. Hier. Komm, komm, komm. Ich steig gleich aus und steig's ein, okay? Komm her. Nee, ich klau den jetzt, ich klau den jetzt. Wenn er aussteigt, ich hab ihn. Ich steig aus und du drückst sofort X, okay? Und jetzt. Oh, es tut mir so leid, Jungs. Es tut mir leid. Ich brauch die Aufgabe jetzt. Let's go. Läuft gut bis jetzt. Schmeckt. So hart weggesniped. Komm, bitte snipe ihn weg, bitte snipe ihn weg, bitte snipe ihn weg. Jawohl! Gönn dir, du bist dran, Digga. Gönn dir. Oh, er wird weggesniped. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne Challenges in die Kommentare für den Warzone-Modus, beziehungsweise auch allgemein für den Multiplayer-Modus. Ich habe echt wieder mal Lust auf irgendwelche Challenges, die ihr mir zum Beispiel stellt. Hab ich ihn? Ich gebe ihn dir einfach. Gönn dir, Digga. Du musst einfach nur umsteigen, Digga. Du kannst die Aufgabe machen. Gönn dir, du musst doch einfach nur umsteigen. Er checkt's halt einfach nicht. Er checkt nicht, dass ich ausgestiegen bin. Vorher nicht bin hier. 50 Leute überfahren ist erledigt. Das heißt jetzt, wir brauchen nur noch die Panzerabschüsse und die restlichen Sachen. Ich weiß echt nicht, wer sich die Streak ausgedacht hat. Das ist wirklich das Schlimmste, was man machen kann. Natürlich macht man dadurch vielleicht ein, zwei Kills oder so, aber im Großen und Ganzen hat man dann einfach nur Nachteile, weil man einfach nichts mehr auf der Map sehen kann. Ich muss echt sagen, die Connection im Bodenkrieg ist besser, als ich das letzte Mal gezockt habe. Das letzte Mal hat es halt einfach die ganze Zeit geleckt und ich konnte so gut wie gar nicht vernünftig spielen. Er wollte mich killen, hat aber daneben geschossen. So, komm schon, wir müssen noch ein paar Kills machen. Ich würde sagen, wir kommen auf jeden Fall bis jetzt gut voran mit dem Panzer. Mal gucken, wie jetzt das mit dem MTW-Geschütz noch wird. Ich glaube, das wird noch extrem anstrengend, weil man das MTW-Geschütz so gut wie nie findet. Du Hund. Okay, guter Spawn. Oha, let's go. Alle warten auf einen Panzer. Oh, Digga. Jetzt, let's go! Digga, es hat einfach 5 Minuten gedauert, bis ich diesen scheiß Panzer hatte. Eins. Da ist Camper 2. Double Kill. Da ist er. Oha. Das sind ja wirklich absolut alle. Okay. Okay. Okay, läuft gut bis jetzt mit dem MTW-Panzer. Komm, die nehmen wir noch alle mit. Gönn. Okay.
Ich muss echt schon sagen, die Rangoffiziersaufgaben sind schon teilweise extrem schwierig bzw. aufwendig. Das Ganze ist aber trotzdem extrem nice, da man quasi im Multiplayer sonst nichts irgendwie Spannenderes hat gefühlt. In den meisten Runden passiert irgendwie auch gefühlt fast gar nichts, was ein bisschen belastend ist. Und deswegen sind die Aufgaben schon extrem nice. Ich würde sagen, ich mache erstmal eine Pause. Ich habe, glaube ich, 2,5 Stunden jetzt aufgenommen und mache dann einfach später weiter. Für euch ändert sich eh nichts. Ich weiß gar nicht, wieso ich das Ganze euch einfach erzähle. Ihr werdet eh einfach die Cuts sehen und dann scheiß drauf. Es hat direkt geklappt, Digga. Let's go. So, wir müssen jetzt noch ein Fahrzeug mit Werfern zerstören, dann noch 2 Ausrüstungsteile hacken, 2 Ausrustungsteile zerstören und 5-mal das Geschütz anfordern. Das sollte auch relativ schnell gehen und ich würde sagen, wir starten direkt. Let's go. Komm, lass schneller nach, Digga. Yo, okay. Aufgabe erledigt. Ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass Bodenkrieg so viel Spaß machen kann als das letzte Mal. Wie gesagt, als ich das gespielt habe, war es halt extrem schwierig, weil alles geleckt hat und man konnte das Game gar nicht wirklich spielen. Aber jetzt die ganzen Lobbys den Tag über waren wirklich angenehm. Also es war jetzt nicht so, dass es irgendwie krank geleckt hat, sondern man konnte wirklich gut spielen. Aber ich glaube, ich werde trotzdem im Multiplayer gleich versuchen, den Rest fertig zu spielen, weil da geht das, glaube ich, ein bisschen schneller. Digga, wie laut kann man eigentlich... Digga, will ich mich verarschen? Was macht der da? Wie laut kann man eigentlich sein Handy eingestellt haben? Ich glaube, ich habe wirklich seit Release von Warzone kein Shooters mehr gezockt. Ausrüstung, let's go. Die haben wir auch zerstört. Ich habe richtig Angst, dass sie gleich einfach hinter mir spawnen, so aus dem Nichts. So, ein Kill zum Geschütz. Uff, war das knapp. Ey, das geht meins. Ich glaube, die Atlas Superstar Lobby sind einfach aktuell die schwierigsten Lobbys, weil gefühlt jeder Try hat, der keine Lust auf Warzone hat, einfach diesen Modus spielt. Komm, gönn. Ah, Gott sei Dank, noch eine Sache, die wir hacken müssen, dann haben wir das auch erledigt. So, 1 bis zum Geschütz, komm. Ah! Oha, da ist das Geschütz. Let's go, es war wirklich geisteskrank knapp. Digga, natürlich. Komm jetzt. Letztes Mal hacken. Hacken ist erledigt. So, jetzt müssen wir nur noch das Geschütz hinbekommen und eine feindliche Ausrüstung zerstören. Ich muss in dem Game noch nie so schwitzen. Selbst bei der Nuke habe ich nicht so geschwitzt wie heute bei diesen ganzen Aufgaben. Jetzt muss ich einmal gekillt werden, damit ich nochmal die Streak aufbauen kann. Digga. Nein, was spielst du für eine Waffe? Ich glaub's, ich komme gerade nicht drauf klar. So, ein Ausrüstungsteil. Okay, zerstört, let's go. Das sollte gezählt haben. Endlich, jetzt müssen wir noch eine Aufgabe machen und das ist das Geschütz. Ich glaube, es ist echt schwierig. Ich versuche das ganze Gefühl schon seit einer Stunde, aber die Lobbys sind einfach so schwierig gerade. Jeder tryhardet, als wäre es gerade irgendwie so ein MLG-Endfight und als ob es irgendwie um Millionen von Euro gehen würde. Nein. Wieso? Kann man so geisteskrank campen? Oh, ich kann hacken. Teammate, du bist so ein... So, komm schon. 5 Kills für das Geschütz. Es muss jetzt machbar sein. Das ist echt die schlimmste Lobby, die ich seit Ewigkeiten hatte. So, 2 Kills, komm schon. Das muss jetzt machbar sein. Da ist er. Ich schwitze hier einfach mehr, als wie wenn ich auf fucking Nuke schwitzen würde. Let's go, da ist es. Da ist das Geschütz. Ich muss jetzt nur noch platzieren. Und dann haben wir es endlich geschafft. Komm. Wenn das nicht zählt, dann weiß ich auch nicht. Wir haben schon noch 9 Kills, dann ist diese Runde vorbei. Dann habe ich es endlich geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lange ich heute jetzt draufgenommen habe. Der Grind war auf jeden Fall anders, schwierig und anstrengend. Aber trotzdem, ein bisschen Spaß hat es auch gemacht. Auch wenn am Ende mehr getryhardet wurde, als gefühlt überall anders in Call of Duty. Es ist geschafft. Wir haben es endlich geschafft. Es ist
endlich geschafft. Wir haben das Emblem. Alle Rangoffiziersaufgaben in Season 2 sind erledigt. Das Emblem sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Der Grind war wirklich extrem anstrengend. Ich glaube, ich habe jetzt 6 Stunden ungefähr aufgenommen insgesamt für dieses Video. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos in Zukunft verpassen wollt, könnt ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Würde mich echt mega freuen. Und Leute, das wär's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Peace.